So, noch spielen und schauen uns das nächste Szenario einmal an. So, King Coast, das war ja das erste, das schwere Monolith haben wir erledigt und jetzt kommen wir zum Schädel. Der Schädel des Grauens. So, brauchen wir nicht lesen. Punkt. So. Also, der Schädel. Es ist eine sehr, sehr kleine Map übrigens, wo ich mich vorhin mal mit beschäftigt habe. Mit viel Szenerie schon, ne? Und ja. Also, wie gesagt, das da unten ist ja nur im Grunde Deko. Aber sieht nice aus. Den Schädel hat man nachher in die Erde gepflanzt. Gut, gucken wir uns mal die Attraktion. Ne, erstmal den Parkeingang an. Der ist da drunter, diesmal. So, auch da können wir schon mal 20, nee, 15, 8 erstmal. Also gutes Startkapital, ja. Ja, was sehen meine Augen denn da? Wir sehen ganz viel Schmutz. Ganz viel Schmutz. Und ich habe keinen Hausmeister. Ein Animateur, den erhöhe ich um 20. Hausmeister kriegen wir. Ja, 5 Stück rein. 1, 2, 3, 4, 5. Bei denen werde ich auch schon mal erhöhen. So, Verkäufer passt. Na, okay, die erhöhen wir nochmal um 10. Hauptsache, dass mir keiner entlassen wird. Wir schauen uns gleich die Missionsziele übrigens an. Und Sicherheitskräfte tun wir auch mal 2 rein. So. Okay, dann schauen wir uns jetzt die Fahrgeschäfte einmal an, kurz. Die Läden sind ja eigentlich ganz gut besetzt hier. Okay, das wird geschlossen. Eigentlich nicht. Man liegt vielleicht am Park. Ist auch geschlossen. Wieso sind die Fahrgeschäfte alle geschlossen? Oder die Läden. Also, warte mal. Machen wir das über den Hauptreiter dann. Die Attraktionen einmal öffnen, öffnen. 945. Und natürlich auch die Verkaufsstationen. Okay. Und 3 Attraktionen habe ich aktuell. Ich finde, das sieht schon richtig cool aus. So, dann packen wir natürlich wieder unser Standardgerät rein, wa? So. 56. Dann kommt hier auch noch der Hyper. Hyper Jump oder das, was mehr bringt, rein. Was bringt denn? Ja, eigentlich der hier, ne? Cube ist auch zu teuer. Ja, komm, nehmen wir den Hyperjump.
Blöde Idee, den da lang zu bauen. So, da haben wir wenigstens mal zwei gute Attraktionen jetzt stehen und dann machen wir mal auf Play. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das verhält. Und natürlich brauche ich auch noch ein bisschen Szenerie. Sogar mit der Bananenpalme. Oh, die eine, die haben wir mal ein bisschen da oben hingepflanzt. Oh, wollte nicht kopieren, sondern die wollte ich verschieben. Jetzt haben wir erstmal safe 0 Mäuse. Ich weiß, ich habe genug Leute eingestellt. Ah, da kommen sie. Da kommen sie in den Park. Wieder eine oben drauf platziert. Das ist 88. Noch ein bisschen. So, ich weiß, viele Mülltonnen quillen über. Aber wie gesagt, meine Mitarbeiter kümmern sich möglichst schnell um ihr Anliegen. Mit dreckigen Mülltonnen. So, dann schauen wir uns mal an, was wir machen müssen. Also eine Parkbewertung von 500 müssen wir erzielen, einen monatlichen Gewinn von 2,5. Dann Parkbewertung 800, monatlichen Gewinn 6.000. Dann Parkbewertung 1.200 und monatlichen Profit von 8.000 über 3 Monate ziehen. Das heißt, hier muss 3 mal 8.000 stehen. Mal schauen, ob wir das rocken können. Mal vielleicht schon mit vom Beginn an 2012 machen wir mal. Wer weiß, vielleicht ist noch Familienticket ein bisschen zu teuer. Der Flyer, der hat ja in der letzten Mission auch ordentlich was hergemacht, war. So, ich entferne gleich noch was drauf, was mir persönlich gerade ein bisschen stört. So, das steht alles. Genau, also was mich jetzt stört, ist gerade die Mülltonne.
So. Bisschen verschoben und der hat eine Szenerie von ja, 100%. Ja, natürlich. Wie gesagt, Western City hier, ne? So, da haben wir schon was. Bronzeziel erreicht. Schon geschafft. Gut, ist wahrscheinlich auch zu groß dafür. Aber der Round of the Worlds nicht. Das ist natürlich ein paar Büsche im Weg. Die hauen wir jetzt weg. Die sehen eh beschissen aus. Dann gibt es mehr diese Palmen wieder. Okay, 65. Da muss ich außen auch noch was platzieren hier. So. Jetzt passt er. So viele Metalle nicht mehr, Round of the World. Ja, kennen wir. Keiner will Asche lassen. Mal kriegen wir den hier. Ja. Ja, leider nicht. Vielleicht auf die andere Seite, aber denke ich auch nicht. Es ist sehr, sehr knapp und eng bemessen mit dem ganzen Weg hier. Also den müsste ich, wenn dann, anheben, damit der da funktioniert. Aber hier oben könnte der drauf tun. Wieso will der einfach nicht? Okay, so. Okay. Machen wir den hier oben drauf. Und was anderes reißen wir weg. So, okay, dann kommt der W. Nee. Natürlich der Eingang erst. Wenn das da oben drüber passt, ist das gut. Wenn nicht, schlecht. Und er passt. Der Eingang passt super.
Moment. Da muss nämlich gerade sein. So, perfekt. Der Ausgang schnörkelt sich jetzt auch so ein bisschen außen rum, wa? Doch nicht. Oder? Okay, offensichtlich muss da noch mehr weg. Wieso hat denn... Okay, fertig. Bisschen unkonventioneller war das jetzt. So, der Loop 89% Szenerie. Und wir haben im Monat 15.000 aktuell. Wie gesagt, das ist halt viel, ne? War gut. Jetzt werde ich erstmal eine kleine Pause einlegen, was das angeht mit dem Bauen, mit dem Produzieren. So, viel Müll liegt immer noch rum, ja. Wie gesagt, darum kümmern sich ja meine Leute. So, Parkbewertung von... Ne, brauche ich gar nicht. Obwohl doch, genau. 800 und 1200. Aber wie gesagt, das ist ein monatlicher Profit von 8000. Das ist so das vorwiegende Ziel. Das andere werden wir nebenbei erledigen. So, ich werde jetzt speichern. Auf der Schädel, weil das sind jetzt zwei Sachen, die ich schnell vorspulen kann eigentlich. Ohne auf was Großes zu achten, ne? Also die 8000 hier haben wir jetzt mal in dem Monat. Das heißt, wir spulen jetzt mal ein paar Tage nur vor, bis wir Mai haben. So, wann haben wir Mai? Jetzt gleich. Jo. So, Bronze und Silber haben wir schon mal geschafft. Jetzt machen wir kurz auf Pause. Wie gesagt, das waren 20.000 schon, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch so... geht. Ich werde jetzt auf jeden Fall speichern auf den Schädel. Dann nochmal weiter vorspulen und gucken, wie viel Profit hier es ist. Also 8000 in drei aufeinanderfolgenden Monaten muss ich schaffen. Ja, da sieht man das Stagnit vielleicht schon. So, was ich jetzt wieder mache. Ja, durchschnittlich, ja, ich weiß. Durchschnittliche Zufriedenheit sinkt wieder.
So, nochmal Sicherheitskraft mehr da rein. So, Fahrgeschäfte. Auf jeden Fall jetzt mehr hinein. Der Golden Eagle. Oh, den können wir doch direkt hier. Wow. Also am Rand können wir einige Sachen jetzt platzieren. So, Golden Eagle mit Szenerie von 41. So. Eine weitere haben wir und machen direkt weiter. Den hatte ich aufgemacht, genau. Und noch eins. Eins werde ich noch reinsetzen. Den. Ja. Oh ja. Der passt da gut hin. Ich weiß zwar eigentlich, ist es eine Geisterbahn, aber ja. Ich habe daraus nie was gemacht. So rum. Perfekt. Ah, der hat sogar 100% Szenerie. Sieht doch erstmal gut aus. Also, drei neue weitere Fahrgeschäfte und wir machen jetzt mal kurz auf Stopp. Ich habe jetzt 1,5. Wie gesagt, speichern wir natürlich wieder. Einen Monat hatte ich ja schon geschafft, ne? Jetzt machen wir schnell. Weil jetzt dürfte auch wieder der Eintritt oder die Eintrittspreise dürften etwas steigen. Ja, da hinten kommen sie echt rein. Sind wir schon bei 4? Warte mal, 8 war das da. Ja, 8000. Das sieht fantastisch aus. Das sieht fantastisch aus und ein Szenario nach Rekordzeit. Ja. Vandalismus habe ich hier drin, ey. Da muss ich dann noch mal ein paar Sicherheitskräfte. Ja, 3 Stück ein, so. So, jetzt haben wir schon 10.000 wieder für diesen Monat. So, stopp. Jetzt machen wir das. Aber nee, warte mal. Ich habe ja Läden und Stände. Da wollte ich mal schauen, wie viel die abwerfen. Oder welcher Laden und Stand vielleicht nichts abwirft.
Oh. Ja, also vielleicht sollte man die dann schließen. Einer wirft was ab. Und dann kaufen wir uns noch mal ein paar. Gegangen sind immer die Hot Dogs. Wo sind Hot Dogs? Ach, da ist Hot Dog. Der heiße Hund. Ah, will er hier nicht, oder was? Yep. Dann nehmen wir die Energy. Und dann noch die Ballons nehmen wir. Die Ballons. So. Und die sollten zusätzlich jetzt auch noch was abwerfen. So, weiter geht's. Mehrere Fahrgeschäfte haben lange Wartezeiten. Ja, verständlich. Ich kenne die Probleme. Die sind allgegenwärtig. Wenn man Dallin zurückzahlen, muss ich ja nicht. Na, nee. So, jetzt gehen wir auf den 1. Juni zu. Da ist er. So, wir haben jetzt eine Einnahme wieder erzielt. Ja, sogar 11,3 jetzt wieder mal. Einen Monat noch. Aber ich brauche ja immer noch weitere Fahrgeschäfte. Sonst kommen mir die Leute einfach nicht weiter groß in den Park hinein. Ne? Eine Achterbahn bauen. Ja, die hätte doch was für die Airtime, wa? Die wir da immer hatten. Aber ich habe ja auch nucklige kleine Achterbahnen gebaut. Zum Beispiel die hier, die Westernbahn. Die werde ich jetzt hier hin tun. Stört natürlich jetzt im Grunde nur noch ein bisschen Gemüse wieder drin. So. Einmal rumbauen. Die Szenerie ist sogar bei null. Wirklich bei null. Und testen müssen wir die jetzt auch gleich.
ein bisschen schwierig, die Sachen da jetzt alles durchzubekommen, aber kriegen wir schon hin, auch wenn das, ja, die Wege vielleicht ein bisschen bepflanzt werden. 55% reicht. Ist halt eine Achterbahn, also die macht auch so viel her. So, egal was mit dem restlichen Weg ist, da haben wir 67%. Aber wie gesagt, es müssen noch ein paar kleine Sachen her. Den haben wir noch nicht. Ah, übrigens, genau, ich habe ja noch etwas nicht gebaut und das ist eine Toilette. Die wirft ja auch immer ein bisschen Kohle ab, wa? Sieht gut aus. Und vielleicht noch zwei Fahrgeschäfte. Hyperjump haben wir. Den Hyperspin, den haben wir nicht. Also kurzer Weg mit 0 Szenerie, oder? Okay, 6. Also, das wird gleich ganz schnell gehen. Ich will jetzt nur noch, dass es wirklich schnell geht. Wenn wir hier, dass wir keine Gefahr laufen, doch noch zu scheitern. Okay, 64%, ja, passt schon immer da. Ja. Okay, das meiste im Gemüse. Ist gesperrt. Der Totenkopf. Der Totenkopf machen wir jetzt platt. Mit dem hier. Wieso geht der auch nur so hoch? Ist das wegen dem Totenkopf? Tatsächlich, es ist wirklich wegen dem Totenkopf, dass wir da nicht. Okay, dann lassen wir dieses Teil da weg. Raptor hätten wir noch. Ja, der passt da. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Machen wir auch ganz clever jetzt. Ah, Mist. Der Eingang, der muss hier hin und der Ausgang, der kann da hinten wieder hin.
Oh, wenigstens liegt da der Totenkopf rum. Aber wenigstens ein Szenerieobjekt gesponsert bekommen. Und was noch? Den Power-Modus. Bauplan. Ah, der ist tatsächlich zu groß hierfür. Round of the World haben wir. Der ist noch größer. Die Cube. Passt auch nicht hin. Ist am Ticken. Ja. Tacken zu breit. Oder? Ist auch ein Tacken zu breit. Der Testflug auch nicht. Die Eagles. Nein. Okay. Dann wählen wir vielleicht auch noch eine Achterbahn aus. Die jetzt nicht so groß ist. Jesus. Also es gibt doch einige große, zu große. Die Kartoffel. So, die können wir dann noch hier hinten hin tun. So, dass die jetzt nicht die Gebäude oder so zerstört, beannockt. So. Ah, na, sie juckt. Aber auch, glaube ich, ja. Nur den tun wir weg. Ansonsten sieht's gut aus. Lieber. Auch schon mal testen. Warte mal, das machen wir ein bisschen anders. Nein, nicht da unten. So. Einmal über den Weg verbinden. So. Das sieht doch fantastisch aus. Okay, dann wäre ich, glaube ich, abgesichert. Und die ganzen Leute können jetzt den Park stürmen. Obwohl, warte mal, eine Attraktion bringen wir dann doch nochmal rein. Ich habe ja noch jetzt ein bisschen Kohle übrig. Uiuiui, nee. Der Testflug ist ja auch immer durchaus beliebt gewesen. So. Einer kommt da oben hin, der Ausgang unten. So. 91 Szenerie und der hat 7, ne? Naja, okay, also der hat ja. Da müssen wir noch ein kleines bisschen Gemüse dazu dichten oder hinzufügen. Das sieht, glaube ich, dann besser aus, dass da auch noch die Leute reingehen. Zumindest ein paar, bevor der Park dann abgeschlossen ist mit dem Szenario.
Okay, dieser Baum nervt auch. Der da drunter auch. So. Dann stellen wir dann lieber noch ein paar andere Palmen hin. So. Auf. Ja, 59. Passt schon. So, und dann noch. Genau, habe ich ja gesagt, dass es das gibt. Jetzt nämlich einmal eine Toilette, die haben wir noch nicht gebaut. So, hier haben wir sie. Brauchen wir dann Euro Abfahrt. So, okay. Jetzt sollte es eigentlich ganz, ganz chillig sein, das Szenario zu schaffen. Ich werde natürlich jetzt nochmal speichern. Also es müssen alleine schon extrem viele Besucher in den Park rein jetzt, ne, wieder. Vielleicht kann ich den sogar noch, ja, ich komme nur hier ran, noch etwas erhöhen. Und mal 25, 15, so. Wie gesagt, also sind es zwei riesen Achterbahnen oder ja, zwei kleinere Achterbahnen drin, aber die sind schon sehr fein. Beide werden jetzt noch getestet und dann eröffnet. Los geht's. So, genau, die Szeneriebewertung, nee, die Parkbewertung ist schon bei 1200 gewesen. Und wie gesagt, wir testen jetzt die Bahnen und wenn die dann im Ziel sind, werden sie eröffnet. Blub, die ist fertig hier. Die obere. Und die hier unten auch sofort. So. Wieder Vandalismus. Mann, ey. Immer das Gleiche. So, okay. Wie viel haben wir schon eingenommen? Okay, 300 nur. Und da unten kommen sie. Da unten kommen sie. Und die bringen mir jetzt die meiste Kohle wieder. Die ganzen Besucher für den Park. Jetzt habe ich schon 3000. Über 3000. 4000. Also ist Wahnsinn jetzt. Und selbst die Laden-Service-Gebäude werfen jetzt was ab und da haben wir die 8000 geknackt. Also so schnell wird man reich jetzt in dem Park. Und auch hier sieht man wieder die Achterbahnen, sie funktionieren einfach. Natürlich, hier ist ein bisschen schwieriger der Weg, den Weg zu finden. Ne? Der andere ist hier am Hauptweg. Ich weiß, ich habe genug Leute. So, 15.800. Das ist halt eine Menge. So, nochmal Hausmeister. 1, 2, 3. Dann kommt nochmal Polizeibeamte drauf. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal Techniker. 1, 2, 3, 4. So, fertig. Warten wir noch, bis der Monat zu Ende ist. Oh, das Ding habe ich gar nicht geöffnet. Guck mal. Den Testflug habe ich nicht geöffnet gehabt. So, jetzt sind wir gleich zu Ende mit dem Monat. So, den letzten Rest lassen wir so ausgleiten. Also wie gesagt, diese, ja, letzten Schritte jetzt, lass mal ausklingen, mal ein und also 22.000. Das ist ein strammes Stück, ne?
Aber auch die Achterbahnen haben dazu ihr Übriges getan, jetzt mit der Parkbewertung und so weiter. Also. Erledigt. Energy of Chaos war das be die beliebteste Attraktion. Also das ist dann quasi die hier gewesen. Ne? Ja. Gut. Ja, gut. Also, so schaut der Park aus, der uns am Ende zum Erfolg geführt hat.